Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zocken wir mal kein VR, sondern Flat Gaming ist angesagt. Wir nehmen uns das Spiel Undisputed vor. Undisputed ist eine Boxing-Simulation, kann man es schon fast nennen. Ist auf dem PC erschienen, kostet aktuell bei den Black Deals 39,99 bei Steam. Und bei der PlayStation kostet das Game aktuell 47,99. Regulärer Preis ist da 59,99 und bei Steam ist es 49,99. Also wenn ihr Interesse daran habt und euch gefällt jetzt das, was ihr hier seht, dann solltet ihr definitiv jetzt zuschlagen, nicht länger warten. Also ich spiele die Steam-Version. Wir haben die Möglichkeit, einfach Schnellkämpfe zu machen. Wir können einen Karrieremodus starten. Wir können online spielen gegen andere Gegner, die ihr kennt oder die ihr nicht kennt. Und ich hatte jetzt geplant, also ich habe einen Spieler erstellt, also einen Sebastian Bleifaust heißt der, und mit dem wollen wir eine Karriere starten, weil ich das immer sehr interessant finde. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal in diesen Modus und Schwierigkeitsgrade haben wir einmal Amateur, das leichteste, fortgeschritten ist der normale Modus, den sollte man am Anfang eigentlich spielen. Wenn es zu schwer werden sollte, könnt ihr dann immer noch auf Amateur gehen. Profi habe ich einmal gespielt, habe ich absolut gar keine Chance, und dann gibt es noch Undisputed, aber ja. Wir spielen auf fortgeschritten, also im ganz normalen Modus. Dann laden wir jetzt unseren Sebastian Bleifaust mal. So. Und ihr könnt sehr, sehr viel euch einstellen. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich zeige euch mal ganz kurz was. Also wenn wir, hier können wir einmal den Namen angeben, Alter, wie alt er sein soll, Land, Region und so weiter. Da ich Schalke-Fan bin, habe ich Gelsenkirchen ausgewählt. Ich weiß, es ist aktuell nicht so einfach mit Schalke. Wir gehen jetzt mal auf Weiter, dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, alles anzupassen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier in den Kopf rein. Dann habt ihr so viele Einstellmöglichkeiten, wie man den Kopf hier anpassen kann. Man kann sich das dann anschauen. Ich habe einfach mal so ein bisschen was erstellt. Also da kann man fast schon ein eigenes Video zu machen. Aber man kann das sehr genau, ihr seht, egal wo ich reingehe, ich habe so viele Einstellmöglichkeiten. Mir fehlt immer noch die Möglichkeit, einfach mein Gesicht irgendwie zu scannen mit einer Kamera, sage ich einfach mal, von allen Seiten, dass das dann halt schon mal grob eingebaut wird. Das wäre geil, wenn sowas geht. Ja, Frisurtyp und sowas habe ich nicht eingestellt, da ich ja ein Glatzkopf bin. Das könnt ihr aber auch machen. Ich habe den Boxer hier Tattoos verpasst. Also die rechte ist Thunder und die linke ist Lightning, wie ihr seht. Auf der Brust hat er zwei Tattoos, hinten auf dem Rücken nochmal. Ja, da habe ich so ein bisschen was gemacht. Ihr könnt euch die Hosen anpassen, ihr könnt euch die Handschuhe anpassen, die Schuhe farblich auch. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten da. Schlagstil, ob ihr Rechtsausleger oder Linksausleger seid, könnt ihr hier einstellen, also konventionell oder Linkshänder. Und dann könnt ihr Schlagrepertoire anpassen, das habe ich jetzt hier auf Muhammad Ali gemacht. Also jeder hält sich da so ein bisschen anders. Ich lasse es mal bei Muhammad Ali. Dann haben wir genau die Werte. Und hier können wir uns jetzt aussuchen, entweder wir packen eigene Werte rein, das könnt ihr euch selber anpassen, wie ihr wollt. Oder wir suchen hier so ein paar ausgewählte Möglichkeiten. Und wie ihr seht, unten bei den Werten steht dann auch immer was anderes. Ich hätte gerne eine Mischung aus Tempo und Kraft. Und da ist die Kampflegende ganz gut. Aber man muss natürlich dann schauen, dass man andere Punkte dann halt nicht mehr so stark hat. Die Kampfmaschine ist auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Die Gewalt ist auch gut. Ja, das Schild fällt mir auch ganz gut, hat eine sehr gute Abwehr. Stärke ist gar nicht so schlecht, aber ich glaube, fast, dass ich bei Hube ist natürlich auch gut, ne? Dann haben wir echt einen schnellen Boxer am Anfang. Aber ich mache die Kampflegende, glaube ich. Also da haben wir wirklich eine relativ gute Mischung. Ich habe große Schwierigkeiten bei dem Spiel, die Ausdauer zu halten. Also man muss da, man darf da nicht einfach wahllos zuschlagen, weil die Ausdauer nimmt immer weiter ab und somit hat man auch nicht mehr viel Kraft,
oder kann nicht viele Schläge ausführen, die Kraft in sich haben. Da muss man echt aufpassen. Ich habe jetzt ungefähr 3 Stunden, glaube ich, ein bisschen hin und her gedaddelt. Und es ist schon verdammt hart. Also man muss da, glaube ich, sehr lange spielen, um überhaupt da gut zu werden. Genau, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wir müssen uns ein Team aufbauen. Wir brauchen einen Coach, einen Cutman und einen Trainer. Cutman und ich weiß gar nicht, Mediziner, glaube ich, noch. Gucken wir uns gleich an. Und die haben natürlich auch eine Stärkekarte, was die alles haben. A ist das Beste und ich glaube, das geht dann bis F oder so, das Schlechteste. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir dann halt die Besten uns auswählen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen diesen dreien auszuwählen. Das ist der Einzige, der Ausdauer auf D hat. Und den würde ich jetzt auch mir nehmen, den verpflichten wir. So, wir haben ein erstes Amateurturnier, das würde ich auch spielen mit euch. Dann sehen wir schon mal ein bisschen was. Also wir haben nachher ganz viele Arenen, wo wir auch kämpfen. Am Anfang ist es sehr, sehr begrenzt, aber es gibt, also lasst euch jetzt nicht davon beeinflussen, dass wir jetzt hier so kleine Boxarenen nur sehen. Es gibt auch nachher richtig große Boxarenen, wenn man dann halt nach ganz oben gekommen ist. Ich habe den so ein bisschen angepasst, Alter natürlich nicht, aber die Größe, Gewicht und so, das passt ganz gut zu mir. Gewicht nicht ganz, ich bin ein bisschen leichter als 89. Jetzt werde ich die Kamera auch umsetzen, damit man dann auch alles sieht nachher. In ganz großen Arenen hat man dann nachher wirklich Eintrittsvideos und so weiter. Good luck. And box. Oh my God. Ihr seht, der Balken, der sich jetzt auffüllt, ist die Ausdauer. Dann haben wir noch einen Herzschlag, den wir beachten müssen auch. Und hier haben wir den schon jetzt angenockt. Also der ist nicht wirklich gut. Und der ist schon down. Also wir haben nachher auch Zeitlupenmodus. Das haben wir in diesem Turnier jetzt nicht. Ach doch, da war es doch gerade. Wenn wir down gehen, haben wir so ein kleines Minispiel, was wir erfüllen müssen. So. Also da müssen wir noch nicht großartig mit Deckung oder arbeiten. Der ist uns nicht wirklich gewachsen. Also nicht wundern, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich bin ein bisschen erkältet seit heute. Und ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber mal gucken, ob er jetzt noch hochkommt oder ob wir gewonnen haben. Also das erste Turnier ist sehr einfach. Das wird nachher richtig schwer. Also man muss eigentlich auf Beinarbeit und so weiter achten, wann man welchen Schlag ausführt. Das habe ich natürlich noch nicht drauf. Was mich ein bisschen stört, die Ausdauer. Man schlägt 2-3 Mal und die Ausdauer ist schon weg. Also auch ein bisschen unrealistisch, muss man sagen. Man kann Powerschläge ausführen, die ich gerade gemacht habe. Da muss man RB drücken noch. Oh, der ist gut ausgewichen. Und man kann natürlich auch nach unten schlagen. Ah, jetzt hat der Gong gerettet. Nachher kriegt man immer Tipps vom Coach. Das ist bei dem Mini-Turnier jetzt nicht so. Oh,
Okay. Also wie ihr seht, man muss sich jetzt aktuell noch nicht so wirklich anstrengen. So können wir natürlich auf keinen Fall nachher schlagen. Also überleben wir keinen Kampf, weil die Ausdauer schon relativ schnell weg ist. Out. Ja, da hat die Bleifaust zugeschlagen, ne? Als ich das erste Mal so einen kleinen Karrieremodus gestartet habe, habe ich gedacht, das ist aber sehr, sehr einfach. Aber nachher wurde ich eines Besseren belehrt. Das ist wirklich nur ein kleines Tutorial. Wir haben 70 Euro gemacht. Wahnsinn. So, Viertelfinale gegen Johnny Allen. Also es ist jetzt kein Arcade-Game, sondern eher wirklich, es will Richtung Simulation, dass man halt wirklich sehr, sehr taktisch vorgeht. Ich finde das auch immer cool, dass man wirklich alle Übersicht hat, welches Gewicht, welche Größe der Gegner hat. Das hat was. Das überspringe ich jetzt mal. Habe ich auch kassiert gerade. Ein bisschen, versuche jetzt mal ein bisschen besser. Der hat gesessen. Oh, der auch. Also man kann auch richtige Kombinationen machen, aber das ist echt schwer. Habe ich im Tutorial geschafft. Es gibt ein kleines Tutorial. Das war auch easy. Ich bin diese Zeitlupe echt immer gut durch die Deckung gehauen. Bin gespannt, ob ich das Turnier gewinne. Beim ersten Mal habe ich verloren. Okay. Schon K.O. Durch den Nierenschlag. Also ich finde es von der Aufmachung her und von der Grafik echt top. Okay, er steht wieder auf. Schick mal den jetzt direkt schlafen. Der Sandmann schlägt jetzt zu. Links sehen wir unseren Schaden. Kopf und Körper hat nicht viel Schaden abbekommen. Eine ganz, ganz minimal links eine Schwellung. Aber ja, unser Gegner hat da ein bisschen mehr. Der hat sogar einen Cut. Und auch dieses Schadensmodell ist echt cool gemacht, muss ich sagen. So, das war's. Der hat zwei richtig heftige Schläge links und rechts an der Haken abgekriegt. Hey, der ist sogar mit Blut besudelt schon. Der kann doch nicht mehr kämpfen. Iri! Na komm. Aber wenn die Ausdauer fast weg ist, dann muss man sich zurückziehen. Weil dann
Macht halt eh keinen Sinn mehr. Das finde ich ein bisschen unrealistisch. Man schlägt echt zwei, drei Mal, auch nicht mit diesem harten Modus, und dann muss man sich schon zurückziehen. Wir haben gesessen. Ja, manchmal sieht man halt relativ gut, wann die Deckung komplett weg ist. Und dann muss man halt diesen harten Punch machen. Jetzt steht doch nicht mehr auf. Hat doch keinen Sinn mehr. Okay. Eine richtige gute Kombination will mir jetzt noch nicht gelingen. Ach komm. Jetzt versuchen wir nochmal den. Ah, weiter. Hey, der bleibt liegen, oder? Der muss jetzt liegen bleiben. Wie kommt der noch mal hoch? Er hat schon keine Kraft mehr. So, ich versuche den jetzt noch mal zu legen, noch mal ein bisschen zurückziehen. Ausdauer. Der hat gesessen. Jetzt muss es aber auch schnell gehen. Genau, unter X kann man sich nochmal andere Kameraperspektiven auch angucken. Vielleicht die besten Sachen, oder? Diese Slow Motion. 10 am Ende. So. Kommt Halbfinale, glaube ich, oder? Weiter. Genau, man hat auch Ruhm, man kriegt Geld, und dafür kann man dann natürlich nachher bessere Coaches holen, besseres Trainingslager. Man muss nachher auch, zeige ich euch, muss man ja eine Vorbereitung machen mit Training, mit Erholung, um den Körper wirklich gut vorzubereiten auf den Kampf. Mal schauen, was das jetzt für einer ist. Oh, der ist aber ein bisschen kräftiger als die anderen eben, oder?
der hat gesessen. Der wird nicht so einfach, der Kampf, definitiv nicht. Das Blöde ist, wenn man einmal zu zweimal drauf gedrückt hat, dann führt er auch den Schlag aus, diese Kombination. Und ich habe jetzt noch nicht gefunden, wie man abbrechen kann. Ist aber auch gefallen wie so ein Sack Kartoffeln. Also das war, der war jetzt noch angeschlagen, deshalb hatte ich so einen blauen Streifen und er halt nicht. Und dann muss man direkt nachlegen und versuchen, den Gegner nochmal zu legen. Wenn man aber selber benommen ist, dann wird es echt schwer, weil der Gegner dann wirklich pusht und ja, da muss man gucken, ob man irgendwie gut verteidigt und abhaut. Ausdauer habe ich auch noch ganz gut im Griff. Boah, der war super. Schöner Haken. Da ging die Lichter aus. Und gute Nacht. Er will noch mal. Jetzt ist er wieder benommen. Und da, er war aber auch gerade so offen. Warum hat er nicht die Fäuste oben? Ah, okay, der hat nochmal, ja. Arme, tut mir schon fast leid. Also das erste Turnier ist wirklich so ein erweitertes Tutorial, kann man sagen. Oder eine Eingewöhnungsphase. Finale. Oh. Natürlich ist man ein ganz, ganz junger Amateurboxer. Am Anfang hat man natürlich die Stats noch nicht so, wie man sie haben möchte eigentlich. Und von daher kann man aktuell auch noch nicht so viel erwarten. Komm. Hat er gut gemacht? Habe ich mich blöd angestellt? Yeah.
Also Bleifaust macht seinem Namen aller Ehre. Bin gespannt, wie das gleich klappt nach dem Turnier. Schade. Wird er gesessen? Okay, jetzt habe ich wieder keine Energie, muss ich ein bisschen warten. Aber blöd, der war ja eh noch in Deckung. Das ist echt, wenn man zwei, dreimal richtig geschlagen hat, dann wird es so langsam, dass schon fast unrealistisch ist. Das haben auch sehr, sehr viele Leute bei Steam schlecht bewertet, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, es ist halt im echten Boxen auch nicht wie bei Rocky, ne? Da ist halt auch sehr, sehr, sehr viel Taktik dabei. Oh, der leuchtet schon rot. Nochmal weg, nochmal weg. Na komm, komm. Ja, man kann ein paar Kombinationen versuchen und dann muss man sich auch wieder zurückziehen. Man kann auch taktisch vorgehen und demjenigen immer permanent richtig harte Schläge auf eine Stelle geben. Dass er nachher auch eine Schwellung hat. Versuchen wir jetzt einfach mal. Dann hat er nachher wie bei Rocky, sieht er nichts mehr. Jetzt macht er aber ganz gut mit hier. Ah. Ich habe keine Energie mehr. Oder keine Ausdauer mehr. Ah. Ihr seht, ich bin noch nicht wirklich gut. Das braucht noch ein bisschen was. Geht er direkt in die Deckung, schade. Ach, komm, 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 komm. Muss angreifen. Ja, ist. Ah, der haut ab. Schade. Den hätten wir jetzt legen müssen. Eigentlich. Jetzt aber. Na komm, 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 komm. Na komm, komm, komm. Ich brauche Energie.
Komm, komm, komm. So. Okay, jetzt hat er schon keine Ausdauer mehr. Den lege ich nicht mehr, schade. Aber sollten wir definitiv locker gewonnen haben. Darum geht's ja. Man kann nicht jeden Gegner komplett K.O. hauen. Fantastische Arbeit, das ist ein exzellenter Karrierestart. Du hast eindeutig Talent, aber auch eine Menge ungenutztes Potenzial, weiß ich. Genau, jetzt kriegen wir noch einen Cutman. Können wir uns auch jemanden aussuchen. Und der hat jetzt, die haben alle drei 2Ds. Muss man halt sich aussuchen, wo man das am liebsten haben möchte. Ich nehme den Page Pack oder wie auch immer heißt. Genau, Trainer, Cutman, Manager. So. Die kann man nachher austauschen, die kann man auch erweitern. Dafür kann man auch Punkte sammeln. Komm, wir nehmen den einfach mal. So, wir haben nachher die Chance, andere Gims zu nehmen. Wir haben aber jetzt erstmal das Gim. Und wie ihr seht, gibt es da ganz andere Gims. Und dann sind die Trainingserfolge natürlich auch besser. Aber wir nehmen erstmal das, was wir nehmen können nur. Wir haben gar keine andere Wahl. So, ich überspringe das jetzt einfach mal kurz. Das ist jetzt ganz viel Erklärung. Also wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, Gewichtssenkung und Kampfbereitschaft immer zu aktualisieren oder zu einzustellen. Ich würde aktuell mal schauen, dass wir auf Kampfbereitschaft gehen. So, und dann, wenn wir Kampfbereitschaft machen, geht aber quasi das Gewicht auch hoch. Und dann muss man wieder im Gym wechseln, dass wir wirklich auf unser gutes Gewicht kommen. Bevor der Kampf anfängt, sollte man schauen, dass man wirklich besser als 88 geht das nicht. 88 Kilo. Jetzt verhandeln wir über einen Kampf. So, da haben wir die Gegner. Ich glaube, oben links, das ist quasi das Ranking, was sie in den jeweiligen Dings haben, in den Ligen. Hier kriegen wir am meisten Ruhm, der ist aber auch echt nicht schlecht. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? So, jetzt kommen wir ins Verhandlungsmenü rein. Also niemals das erste Angebot annehmen, so viel weiß ich. Man sollte schon verhandeln. Und dann kann man sagen, Gewinnbeteiligung sollte aber bei 50 sein zum Beispiel. Oder man setzt es sogar ein bisschen höher. Dann hat man die Trainingswochen, würde ich mal auf 5 setzen. Dann kann man auch eine Revanche-Klausel einnehmen, das heißt, dann gibt es sofort einen Rückkampf gegen diesen Gegner. Das machen wir aber erstmal nicht. Hier kann man sich aussuchen, wo man denn boxen möchte und ob es ein Heimkampf sein soll. Gewichtslimit gibt es auch. Wenn man da drüber ist oder da drunter ist, wird der Kampf nicht stattfinden. Komm, wir machen erstmal kein Heimkampf. Verhandlung angenommen, hätte ich ein bisschen besser noch verhandeln müssen. Und genau, hier haben wir die Ränge, Ranglisten. Hier ist mein Mitarbeiter. Ja, Einstellungsraum, sage ich einfach mal. Und hier könnten wir jetzt sagen, also Coach upgraden, wenn wir dafür schon Erfahrungspunkte gesammelt haben, haben wir aber nicht.
Und dann kann man sich hier auch andere Coaches aussuchen und könnte dann den anderen feuern. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei unserem Team. So, jetzt haben wir Fight Camp. Fight Camp ist, ja, wir haben ja nur eine Auswahlmöglichkeit. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir unser Training haben. Wir sehen jetzt hier oben Wochen bis zum Kampf. Wir haben 5 Wochen ausgewählt und dann kann man 5-mal halt was machen. Wir sehen unten, wir sind aktuell noch im guten Gewicht. Jetzt machen wir einmal eine Trainingsphase. Dann kann man sich aussuchen, was man denn trainieren möchte. Und alles hat ein bisschen, ja, für und wieder. Ich möchte natürlich auch ein bisschen an Stärke auch sammeln, als Boxbirne ganz gut. Boxsack ist natürlich nur Stärke. Das machen wir jetzt auch mal. So, Gewicht ist auch noch gut. Dann kann man eine Medienrunde machen, das machen wir jetzt auch mal. Machen wir einfach mal Social Media Post. Ist gut für den Ruhm. Dann bleiben wir aber jetzt wieder. Boxbirne Geschwindigkeit, da haben wir auch ein bisschen Stärke drin. So, Erholung braucht man definitiv auch, um den Akku gut aufzufüllen. Das ist mal wieder bei 100. Hätte man eigentlich als letzte Woche nehmen können. Jetzt machen wir mal was. Ernährungsumstellung, dann haben wir minus 10 Energie nur und haben ein bisschen was am Gewicht getan. Ja, und jetzt gilt's. Ob wir eine Chance haben oder nicht. Wie gesagt, am Anfang haben wir wirklich nur diese kleinen Untergrundboxringe, sage ich einfach mal. Alright, I went over the rules. I want you to protect yourself at all times. And what I say, you must obey. Good luck. Let's do it. Der hat aber richtig gesessen. Meiner aber auch. Nein, nicht so oft. Ich bräuchte eine Abbruchtaste. Also ihr könnt einmal auch die Buttons nutzen. Zum Schlagen oder auch den rechten Stick. Ich mache es nur über die Button. Nicht zu viel verballern hier an Ausdauer. Und wieder aufhören. Den werden wir definitiv nicht so legen wie die anderen. Oh, das ging doch schneller als ich dachte. In meinen ersten Matches habe ich nur verloren. Ich muss aber auch wirklich mich immer zurückhalten, dass ich die Ausdauer nicht komplett wegknalle, weil wird ja nicht besser, ne? Er hat aber noch richtig einen guten kassiert. Das war ein schöner Schlag, um den Gegner auf den Boden zu kriegen. Diesen Treffer hat der Gegner gespürt. Bleib wachsam. Das ist nur die erste Runde. Also man kriegt ja immer Tipps. Wenn man schlecht war, steht da auch was. Ist ganz gut. Ich habe einen kleinen Cut links, okay. Oh.
Da war es wieder, man darf echt nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Dann hat man echt null Schlagkraft und keine Geschwindigkeit. Ich will einen echt gut in die Ringecke drücken auch. Er hat gesessen. Nein, hör auf, hör auf. Ich muss raus da. Hätte ich längere Arme gebrauchen können. Oh, der hätte fast gesessen. Nicht, dass der gute war, der Kampf. Okay, der Gegner hat großes Problem mit meiner Geraden. Okay. Wenn er so einen kriegt, dann geht er direkt wieder in Angriffsmodus über. Schade, dass er nicht getroffen hat. Oh, der hat echt Probleme mit meiner Geraden. Der kassiert die fast immer. Ist die Energie weg, scheiße. Hätte was geben können. Sollte eigentlich meine Runde gewesen sein. Würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Gewinne die letzte Runde, ja. Oh. Nicht wirklich. Muss den einmal auf die Bretter schicken, definitiv. Vermute ich. Eieiei. Ach, jetzt hat er schon keine Ausdauer mehr. Ah, das war übel.
Hat einen guten Cut gekriegt gerade. Ich muss raus, ich muss weg. Oh, schade. Sehr gut, komm. Nein, hör auf. Das ist immer, das ist ein bisschen blöd gemacht. Oder ich stelle mich blöd an, kann natürlich auch sein. Ich lande keine guten Treffer mehr. Weiß nicht, ich glaube, ich habe verloren. Ja. Ah. Das war ganz, ganz knapp, aber gut. Ich hätte den einmal legen müssen. So, jetzt haben wir ein gutes Gewicht. Jetzt können wir auch trainieren. Wie ihr seht, desto mehr wir trainieren, desto mehr Gewicht kriegen wir dann auch wieder. Und da muss man dann immer wieder mal ein bisschen wechseln. Das machen wir jetzt bis 88. So. Trainieren wir nochmal. Ich weiß nicht, ob das die richtige Vorgehensweise ist, die ich hier mache. Also ich kann über den linken Stick, wenn ich den drücke, immer wieder zwischen Kampfbereitschaft und Gym wechseln, wie ihr seht. Gewichtssenkung, Mann. Jetzt müssen wir Gewichtssenkung machen. So, wir müssen wieder auf einen guten Wert kommen. Jetzt können wir über den Kampf verhandeln. Nehmen wir uns jetzt mal vielleicht einen einfacheren. Der gibt sogar mehr Geld. Ein Sieg, 23 Niederlagen. Ey, nehmen wir. So, Verhandlungen beginnen. So, wir wollen 70%. Kampfversicherung würde ich auf jeden Fall machen. Und ich will einen Heinkampf auf jeden Fall. Gegenangebot. Ne, ist klar. Komm, dann machen wir es so. Abgelehnt. Oh. Okay, müssen wir den nehmen. Ich war schon ein bisschen zu. Ja, ich war ein bisschen zu forsch. Also jetzt können wir uns wieder das Fight Camp aussuchen. Aktuell können wir gar nichts aussuchen. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Wir trainieren jetzt erstmal. Dann machen wir wieder. Was für die Ausdauer auf jeden Fall. Was machen wir?
Wir machen jetzt auch kleine Medienrunde oder sonst was. Trainingsdummy, ja. Gut. Das müssen wir auf jeden Fall mal Erholung machen. 50%, okay. Das heißt, wir könnten doch noch eine Medienrunde machen. So. Und dann Erholung. Und dann sind wir bei 100%. Ist ja dann ganz, ganz gut geworden. Kassiert. Jetzt macht es keinen Sinn mehr, weil unten die Leiste rot leuchtet. Boah. Ja, eben sah es ja auch gut aus, aber der scheint jetzt echt schlecht zu sein. Schlägt auch total langsam irgendwie. Also er hat auch nicht die beste Ausdauer. Gut, einen eingeschenkt. Tolle erste Runde. Mir geht's auch ganz gut. 90% Ausdauer. Da kriegen wir auch leichte Punkte zurück immer nach dem Kampf. In der Pause. Zurückziehen. Oh, einen guten Cut. So, den will ich jetzt noch mal. Da versuche ich jetzt drauf zu gehen. Weitermachen. Schade. Habe ich einmal kassiert, aber gut.
Also sehr oft hatte mich jetzt wirklich nicht getroffen. Da geht auch. War auch meine Runde. Der Gegner hat eine heftige Prellung auf der linken Seite. Mach weiter so. Locke tief, sonst könnten diese Haken. Boah, der sieht aber aus. Da muss der Cutman aber arbeiten. Na komm. Boah, da habe ich aber jetzt kassiert. Blutet wieder. Jawohl. Also wenn ich den Kampf noch verlieren sollte, weiß ich nicht. Alter, hätte er einen direkt getroffen, wäre es eine saubere Kombination gewesen. Aber so. Und er weiß gar nicht mehr, wer der ist. Ah, er will continuen. Akzeptiere ich. Okay, in dieser Phase hat man auch ein bisschen mehr Schlagkraft, glaube ich. Das ist prozentual irgendwie geregelt. Ich glaube, davon erholt er sich jetzt nicht mehr. Was ich noch nicht hatte, dass die komplett direkt liegen bleiben und gar nichts mehr geht. Das habe ich noch nicht gehabt. Na komm. Jawohl, zwei. Das war's. Ich leg mich fest. Aber ihr seht immer, ich schlag auch immer nach. Ich bin halt irgendwann, dass ich mehrmals drücke. Ja, genial. Kann man das Video mit einem Sieg beenden? Schauen wir uns mal an, was wir jetzt bekommen dafür. Mitarbeiter EP, genau. Mit diesem EP kann man dann den Coach aufleveln. 5 Bewertungen. Gegnerrang A. Liebe. Der Coach gibt dir am Ende jedes Kampfes eine Bewertung für deine Leistung. Es gibt 6 Bereiche, in denen du geprüft wirst. Okay, ja, mal so Kampfaufgaben. Habe ich schon erledigt. Habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Also, ein Sieg, eine Niederlage. Wenn ihr mehr sehen wollt von dem Karrieremodus, gerne unten in die Beschreibung in die Kommentare packen. Dann werde ich definitiv nochmal da ein Video zu machen. Aber ich denke sowieso, dass ich nochmal einen mache, weil es macht einfach Bock und ich will sehen, wie schnell kann man hochkommen, wie schwer wird es dann und wie viel Geld kriegt man dann irgendwann, wann kann man die Coaches erneuern und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr interessant. Wann kann man ein anderes Gym nehmen? Ne? Da braucht man natürlich auch ein bisschen. Ja, mehr Gym-Level und mehr Geld natürlich auch. Ich bin gespannt. Gut, Aufgaben-Tutorial, Verletzungen. Du kannst 3 leichte Verletzungen und eine schwere Verletzung gleichzeitig haben. Kommt auch nochmal. Ich habe keine Verletzungen, also wenn wir jetzt welche hätten, müssten wir wahrscheinlich irgendwie aktiv werden. Ja, und es geht halt immer so weiter. Jetzt müssen wir wieder erstmal trainieren.
dass man wieder gut drauf ist, dann über einen Kampf verhandeln und so weiter und so fort. Und so geht es halt immer weiter. Dann haben wir hier meinen Boxer noch. Der wird natürlich auch immer besser. Dann haben wir auch Merkmale. Und wir kriegen irgendwann hier neue Merkmale hinzugefügt. Und ja, jetzt haben wir hier Rambock 1. Erhöht den Schaden, der den gegnerischen Block zugeführt wird, um 10%. Also irgendwann können die halt nicht mehr blocken, wenn man den Block halt durchschlagen hat. Und ja, das ist so ein Perk, sage ich einfach mal. Hier haben wir die Möglichkeit, die Perks zu aktivieren. Und mal schauen, was wir als nächstes freischalten können. Und hier können wir halt die Garderobe anpassen. Also insgesamt gefällt der Karrieremodus mir sehr gut. Insgesamt wünsche ich mir noch ein bisschen Anpassung, sage ich mal, wirklich, dass man ein bisschen mehr Schläge noch machen kann. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich nur am Anfang so ist oder wenn wir nachher wirklich eine gute Ausdauer haben, dass man auch mal wirklich ja, 3, 4 gute Schläge landen kann, ohne dass die Ausdauer dann komplett weg ist und wir uns zurückziehen müssen. Aber gut, das ist das Taktische, was halt auch beim Boxen halt da ist. Man hat halt nicht bei jedem Kampf, dass der Boxer hier halt eine komplette Staffette von 10 Schlägen da macht, bis der dann niederliegt, der andere, sondern wirklich, die machen auch immer 2, 3 Schläge, ziehen sich ein bisschen zurück. Und das soll halt auch eine Simulation sein. Von daher machen die alles richtig, aber es ist nicht für jedermann was. Aber ich finde es gut, ich habe meinen Spaß. Ich bin gespannt, was wir hier noch erleben im Karrieremodus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button natürlich nicht vergessen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.